Für das Publikum. Nochmal. Und Knie hoch und Arme schwingen. Jo, sich zu der Aktion etwas zwingen und in die Wälder schauen. Nach oben. Meine Damen und Herren, bei unserem Motivationstraining in den Bergen mit Heros Taflos, also heroische Taten vollbracht. Und eine von den heroischen Taten ist der Blick, der offene Blick in die Ferne, in die Bäume, in die Formen, in die Gestalten der Blätter, der Baustämme, der Berghügel. Wir wissen heute aus der Biophotonenforschung, ne, dass das sichtbare Licht nur zu 15% gebraucht wird, um sozusagen die optischen Verarbeitungsprozesse im Auge zu nähren, und der Rest ist das Licht, das direkt von den Nerven aufgenommen wird, in der Lichtphotonenform und ins Gehirn gespeist wird, in das Nervensystem, in den bestimmten Mustern dieses chromatischen Lichtes, ja, dieses natürlichen Lichtes. Und das ist, heißt, es werde Licht, wie Goethe sagt oder andere sagen, es werde Licht, bedeutet es im Gehirn und in dem Rückenmark und in dem Nervensystem eine bestimmte Frequenz, ein bestimmtes Muster sich ausweitet, das lebensbejahend ist. Ne? Und das erreichen wir natürlich dadurch, dass wir permanent die Augen füttern mit den, und die Ohren ja nämlich auch, aber vor allem die Augen, weil der Mensch so 90% ein Augenwesen ist. Ne? Wir füttern die Augen mit den Formen, mit den Frequenzen des natürlichen Lichtes und seiner Abstrahlung von den natürlichen Formen. Ja. Und das ist was ganz anderes, als nach unten zu glotzen in irgendwelche Bücher oder Bildschirme, umgeben von Frequenzen wie WLAN, Handy, Mikrowelle und all diese elektromagnetischen Smog. Also das ist es, was uns auch schließlich, wir kennen das aus der Melancholieforschung, dass der Melancholiker immer wieder dazu tendiert, wenn ich damals, aber ich glaube, wenn ich damals das gemacht hätte, oder ich sehe mich ganz komisch aus, ich schaue mich an, ich habe ja die Augen und ich kann nicht so sagen. Nein, das muss aufhören! Schnüffelatmung, die Bäume anschauen, das Licht in die Augen reinlassen, Kopf heben und dann überrollt die Mutterkraft. Es ist nur die Mutterkraft der Erde, der vielen Elemente, die ist viel stärker als der verzagte und verknotete und sozusagen von den Normen der Gesellschaft gekreuzigte kleine Bereich des Gehirns, das unser Ego trägt. Leute, die ist natürlich. Halt euch halt. Aber wenn ihr Hilfe braucht, sind die Motivationsspaziergänge im Heros Pavos Trentes Gebiet euch immer offen. Bis dann. Nina, dazu haben wir, wenn Sie wollen, geheimnisvolle Gespräche führen. Nina, und in das weite Tal blicken.